Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Vor mir liegt eine GTX 580 von Point of View. Diese GTX 580 ist natürlich jetzt schon ein paar Jährchen alt. Und da ich diese aber kurz für einen Videotest nutzen möchte, schrauben wir diese heute auf und erneuern mal Wärmeleitpaste und gegebenenfalls Wärmeleitpads. Hierzu legen wir die Karte einmal auf die Seite und ich hole euch erstmal näher ran. Als erstes schrauben wir die Schräubchen, die sich hier rundherum befinden, einmal ab. So, legen wir die Karte einmal hin. Die halten nämlich oben das Shroud fest. Damit wir die Blade unten gar nicht abnehmen müssen. Im Normalfall. Sondern nur das Shroud. Befindet sich noch eine Schraube. Ich merke schon, wie es richtig lose wird. Ha? Okay, wir können schon direkt abheben. Ja, wenn man nicht eine Schraube vergisst, dann geht es auch viel einfacher und besser. So, haha. Schraube ist unten. Jetzt schon mal einen Blick auf den Kühlkörper der GTX 580 und den süßen Lüfter. Da können wir sie jetzt umdrehen und einmal die vier Schräubchen mit den Federn lösen. Und jetzt sollten wir sie abnehmen können, beziehungsweise sollten wir eigentlich runternehmen können. Kann sein, dass die ganzen Jahre, ja genau, das meinte ich, die Wärmepaste wirklich so trocken ist, dass sie schon richtig angetrocknet ist, was in diesem Fall auch passiert ist. Dann nehmen wir uns etwas Alkohol und ein Tuch. Reinigen die Oberfläche sorgfältig hier, dass wir keine Rückstände mehr haben. So. Dann können wir den Alkohol zur Seite stellen. Schau ich mir gerade hier. Okay, wir haben die Pads, sehe ich jetzt hier gerade gar nicht. Die werden sich aber hier befinden. Gut, wir müssen jetzt alle abschrauben. Hier befindet sich unser Grafikprozessor, natürlich Fermi-Generation. Sprich, der ist noch recht groß. Du, in der nächsten Generation deutlich kleiner. So. Halt, wir haben die Paste, habe ich jetzt hier. Dafür benutzen wir Thermal Grizzly. So, da darf wirklich eine große Erbse voll drauf.
Wie ihr wisst, ich bin eher so der Typ. Bei mir musste Anpressdruck reichen. Können wir die Karte auch schon wieder assemblen? Fall die Schrauben einmal über Kreuz anziehen. Das ist tatsächlich nachher auch besser für einen gleichmäßigen Anpressdruck des Kühlers und gleichzeitig auch um Spannungen im PCB zu vermeiden. So, haben wir das schon drauf. Gereinigt habe ich die Karte schon vorab. Dann können wir wieder an unsere Schräubchen an der Seite rein drehen. Und damit wären wir dann auch sogar schon fertig. Wieso ich das Ganze jetzt bei einer... Mittlerweile dürfte es über 10 Jahre sein. Ich weiß gar nicht, wann sie auf den Markt kam. Aber schon ein paar Generationen her. Bei einer so alten Grafikkarte macht, ist ganz einfach. Ich bin gerade an einer Videoserie am Planen mit verschiedenen Grafikkarten. Ihr seht ja hinter mir im Regal sind... sehr, sehr viele Grafikkarten. Nein, ich bin kein Miner. Das sind alles ältere Grafikkarten, sprich Generation GTX 580, HD 6850, HD 6870, R9380, HD 7970, eine GTX 69 mit 2 GB ist da auch noch. Und in der nächsten Zeit sollen ein paar Vergleichstests starten, sprich wie schlagen sich diese Karten heutzutage. In dem Fall ist eine GTX 580 mit gerade mal 1,5 GB Arbeitsspeicher ausgestattet, was doch vergleichsweise recht wenig ist. Deswegen wollen wir mal gucken, ob man diese Karte heutzutage überhaupt noch nutzen kann oder ob sie, so böse es leider klingt, wirklich Elektroschrott ist. Der Vorteil ist, wir haben nicht nur eine von den Karten, nein, wir haben zwei. Lustigerweise, grünes PCB, blaues PCB. Aber beides Point-of-View-Karten. Wieso auch immer der eine ein blaues PCB hat. Genau, da wird in nächster Zeit, deswegen gerne abonnieren, wird in nächster Zeit ein paar Videos folgen mit Vergleichstests, Single-Karte und SLI, sofern es das Spiel unterstützt. Das war's dazu. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. An sich ist es bei jeder Grafikkarte ähnlich wie bei dieser hier. Nur die Schrauben sind woanders. Sollte euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da. Lasst mir gerne ein Abo da. Schaut in die Videobeschreibung. Das würde mich natürlich immer unterstützen.